Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wie ihr im Titel schon lesen könnt, gibt es heute die Neuerscheinungen, die ich rausgesucht habe für den Juni 2021. Wie immer gilt an der Stelle, wenn ihr Bücher auf der Liste habt, die im Juni erscheinen werden, die ich nicht genannt habe, schreibt die gerne in die Kommentare. Ich kann natürlich nicht alle Bücher auf dem Schirm haben. Außerdem, wenn ich alle hier auflisten würde, würde das Video irgendwie so 10 Stunden gehen und ich würde mir den Mund fusselig reden. Und weil es doch einige Bücher sind, die im Juni erscheinen, werde ich direkt mit dem ersten Buch loslegen. Das ist allerdings auch eine Dilogie, nehme ich an. Zumindest ist es ein zweiter Teil einer Reihe, wo ich den ersten Band noch nicht gelesen habe. Und das ist eine fortführende Reihe, deswegen kann ich zu dem Buch tatsächlich gar nicht so extrem viel sagen. Es geht nämlich um Rule of Wolves von Leba Djugo, was am 1.6. erscheint im Knauer Verlag. Und ja, in der Geschichte, ich glaube, in der Dilogie geht es ja um Nikolai, den wir in der Krischer-Trilogie schon kennengelernt haben. Das ist das Einzige, was ich über die Geschichte weiß. Ich möchte die Dilogie auf jeden Fall auch noch lesen. Ich meine zumindest, dass es nur eine Dilogie ist. Falls ich daneben liege, schreibt mir auch das in die Kommentare. Ich möchte, wie gesagt, die Bücher auf jeden Fall rund um Nikolai noch lesen, weil ich ihn in der Krischer-Trilogie richtig, richtig interessant fand. Ja, und mehr kann ich zu Rule of Wolves gar nicht sagen. Bis ich das Buch lese, dauert es tatsächlich noch ein kleines bisschen, weil ich als erstes King of Scars lesen möchte oder sollte. Ja, weiter geht es dann mit einem Buch, was ich mir tatsächlich schon vorbestellt habe, und zwar New Chances von Lilly Lucas. Auch das erscheint am 1.6. im Knauer Verlag. Das ist der fünfte und abschließende Band der Reihe, soweit ich das weiß. Und in dem Buch geht es um Leonie, und Leonie möchte ein Work and Travel in den USA machen und dabei Erfahrungen beim Craft-Bier-Brauen sammeln. Und dann geht aber doch einiges schief und sie landet dann in Green Valley. Und in Green Valley sucht sie sich oder versucht sie dann eben einen Job zu finden, weil irgendwie muss sie sich ja auch finanzieren. Und der einzige Lichtblick ist der attraktive Barkeeper Sam, dem sie dann sogar ihr Herz ausschüttet. Und nach diesem, ich nehme an, es war ein Abend, glauben beide nicht, dass sie sich wiedersehen. Doch Leonie bewirbt sich als Nanny bei der kleinen Maya oder für die kleine Maya, obwohl sie keine Erfahrung mit Kindern hat, ohne zu wissen, dass Sam Mayas Vater ist. Das ist so die Geschichte von den beiden. Das Buch habe ich mir, wie gesagt, schon vorgestellt bestellt und bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Ich meine, Sam ist auch schon mal irgendwo gefallen und ist, glaube ich, der Bruder von Izzy aus dem zweiten Band New Promises. Ich bin mir aber absolut nicht sicher, aber Sam ist irgendein Bruder von irgendjemandem, soweit ich weiß. Und ich glaube von Izzy. Aber ich bin mir nicht sicher. Also, falls ihr das wisst, schreibt auch das gerne in die Kommentare. Am 15.06. erscheint im KISS Verlag Ever, wann immer du mich berührst, von Nicola Hotel. Von der Autorin gibt es ja bereits eine Dilogie im KISS Verlag, die ich noch nicht gelesen habe, die aber von sehr vielen gemocht wird. Und in dem Buch, ich glaube, es ist auch eine Dilogie oder eine Trilogie, geht es um Abby, die einen schlimmen Autounfall hatte und jetzt in der Reha-Klinik wieder neu laufen lernen muss. Und ja, sie hat halt panische Angst vor Schmerzen, deswegen verläuft die Therapie nicht so gut, wie sie sein sollte. Und dann bekommt sie aber einen neuen Physiotherapeuten, und zwar David Rivers. Und ja, er ist Student und mit seiner geduldigen und ruhigen Art dringt er eben zu Abby durch, und die Schmerzen, die Abby hat, die verfliegen ganz, ganz plötzlich. Und dann ist es aber so, dass David eben ein Geheimnis kennt, was ihre ganze Welt zerreißen könnte. Ja, ich finde, das klingt nach so einem typischen Romance-Klappentext, den man zu Genüge irgendwie liest. Ich bin mal gespannt. Es geht auf jeden Fall auch noch irgendwie um Origami-Kraniche, würde ich mal behaupten, weil das eben auf dem Cover ist. Und ich glaube, irgendwo auch was gelesen zu haben, dass Origami-Kraniche da irgendwie noch so ein bisschen mit zusammenhängen. Bei Origami-Kranichen muss ich übrigens immer an Prison Break denken.
Wem geht es vielleicht noch so? Ja, das ist auf jeden Fall ein Buch, das habe ich auf dem Schirm. Ich warte aber erstmal ein paar Meinungen ab zu dem Buch und werde mir dann überlegen, ob ich das Buch lesen möchte oder vielleicht eher auch doch nicht oder vielleicht irgendwann mal, aber jetzt erstmal nicht in Zukunft. Auf das nächste Buch freue ich mich ganz, 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 ganz doll, weil es eben von Wykeelen alleine diesmal geschrieben ist. Und zwar geht es um Mr. CEO. Das erscheint am 21.06. im Goldmann Verlag. Das sieht aus wie andere Bücher von ihr. Ich kann gerade mal ein Buch holen oder zwei. Und zwar sieht Mr. CEO optisch aus wie hier Mr. West oder Bossman. Eher mehr nach Mr. West statt nach Bossman. Und ich weiß gar nicht, da steht auch wieder so ein Zettel, so ein Aufkleber drauf mit eine Dirty Office Romance wahrscheinlich oder so. Aber die sehen zwar ähnlich aus, man könnte meinen, sie gehören zu einer Reihe, aber eigentlich sind sie eher unabhängig voneinander zu lesen. Und so ist das auch mit Mr. CEO. Die Protagonistin hat einen sehr bescheuerten Namen, wenn ich das mal so sagen darf. Und zwar heißt sie Ireland St. James. Sie ist TV-Reporterin und darf jetzt endlich die Morgennachrichten moderieren, bis ihr schwieriger Chef kommt und ein privates Urlaubsvideo als Vorsatz nutzt, um sie zu feuern wegen ihres ungebührlichen Verhaltens. Und so setzt sich eben Ireland mit einer Flasche Rotwein hin und schreibt ihre ganze Wut von der Seele und schickt diese E-Mail dann eben ab, und zwar an den Boss ihres Bosses, und zwar Grant Lexington. Ja, es ist aber eigentlich so, dass man ja höherrangigen Personen nicht unbedingt so unverblümt seine Meinung sagt, und auch das hat schon lange niemanden mehr bei Grant Lexington getan, und doch ist er dann dadurch sehr fasziniert von Ireland. Ich finde, die Klappentexte von Wyke, dann hören sich immer sehr nichtssagend irgendwie an, aber irgendwie, ich liebe ihre Geschichten und auch die von Penelope Ward, mag ich auch ganz gerne. Und ja, deswegen werde ich Mr. CEO auf jeden Fall lesen, weil ich es unbedingt lesen möchte. Am 22.06. erscheint ein Folgeband der Autorin Carina Halle, und zwar Deluxe Love aus der Dumont-Saga. Ja, man kann ja, soweit ich weiß, die Bücher alle unabhängig voneinander lesen. Und zwar geht es in dem Buch um Seraphine, die alles hat. Sie ist attraktiv, brillant und Teil einer berühmten Dynastie Frankreich. Dann ist es aber so, dass ihr Vater stirbt, und dieser Tod ihres Vaters wirft ihre komplette Welt eben aus der Bahn. Sie ist dann aber entschlossen zu beweisen, dass ihr Onkel im Kampf um das Modeimperium vor nichts zurückschreckt und auch eben nicht vor dem Mord seines Bruders, ihres Vaters. Erschwert wird das dann auch immer durch Blaise, der nicht mehr von ihrer Seite weicht. Ich mal würde mal sagen, man spricht es Blaise auch seinen Namen. Und es ist ausgerechnet er, der ihr Herz in tausend Teile zerschmettert und immer noch dieses lustvolle Feuer in ihr erfacht. Und jetzt stellt sie sich die Frage, darf sie ihren Gefühlen nachgeben und ihm vertrauen? Oder spielt Blaise im Auftrag ihres Onkels ein falsches Spiel mit ihr? Ja, ich habe mir den ersten Band bei Tauschticket erst vor ein paar Tagen ertauscht. Das müsste jetzt bei mir in der nächsten Woche ungefähr ankommen. Und dann werde ich das Buch lesen. Und ob ich dann den zweiten Band lesen werde, werde ich dann schauen, wenn ich den ersten Band gelesen habe. Wenn der mir gefällt, dann werde ich, denke ich, mal weiterlesen. Und wenn nicht, dann werde ich nicht weiterlesen. Ja, so ganz einfach ist das eben. Ich glaube, das erscheint sogar im ihrer Taschenbuchverlag erscheint das Buch. Ich dachte, das wäre im Ravensburger Verlag. Ja, weiter geht es am 25.06. mit What If We Trust von Sarah Sprinz. Das ist der dritte und abschließende Teil der Trilogie. In dem Buch geht es um Hope, die eine Fanfiction über den maskierten Sänger Ply schreibt und dafür ihre komplette Schulzeit über verurteilt wird. Dann gibt es aber einen Verlag, der die Fanfiction veröffentlichen möchte. Und kurz darauf steht Scott Blamouth vor ihr. Und was aber Hope nicht weiß, dass sie in ihrer Fanfiction Scott, hieß das Scott jetzt, dunkelsten Geheimnis zu nahe kommt. Und ja, dann wird auch bald die ganze Welt davon lesen können. Ich habe die ersten zwei Teile noch nicht gelesen. Ich habe aber bereits inzwischen ein Buch von Sarah Sprinz gelesen, beziehungsweise von Sarah Heine. Und das Buch hat mir sehr gut gefallen. Deswegen denke ich, dass ich auch bald mit der What-If-Reihe mal anfangen werde. Aber das hat jetzt erstmal auch keine
so hohe Priorität, weil ich von der What-If-Reihe bisher sehr unterschiedliche Meinungen gehört habe. Aber irgendwann werde ich mich dann in den ersten Band mal heranwagen. Es erscheint noch ein Buch von Mike Heland, diesmal aber gemeinsam mit Penelope Ward, und zwar Sleepless in Manhattan, im Lux Verlag wieder. In dem Buch geht es um Sebastian Maxwell, der vor einigen Jahren seine Frau verloren hat und nun seine 10-jährige Tochter Birdie alleine erziehen, groß. Ja, er zieht. Und dann steht aber eben eine Fremde vor seiner Haustüre. Und in dem Moment denkt er überhaupt nicht an die Liebe, aber als er dann in ihre blauen Augen schaut, schlägt sein Herz höher und schneller. Und ja, er glaubt, oder es ist seit langem ein Gefühl des Glücks und der Freude. Und er glaubt ja, dass er etwas nicht mehr fühlen kann. Und dann muss er aber feststellen, dass alles auf einer Lüge basiert. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr auf das Buch. Es ist eben wieder von Joaquin und Penelope Ward, deswegen muss ich auf jeden Fall lesen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal dazu komme, dass ich alle Bücher der Autorinnen gelesen habe, ob das jetzt Joaquin alleine ist oder Joaquin mit Penelope Ward zusammen. Von Penelope Ward alleine habe ich tatsächlich noch gar nichts gelesen. Weil es sind einfach unfassbar viele und es erscheinen auch unfassbar viele und teilweise halt eben auch zwei in einem Monat, wie jetzt zum Beispiel. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Buch, was ich mir genauer anschauen möchte, weil ich einfach die Autorinnen so liebe. Weiter geht es dann mit The Brooklyn Years, wovon wir träumen, von Serena Bone. Das ist der vierte Band, erscheint auch am 25.06. Und in dem Buch geht es um Nate Kattenberg. Und er hat eben alles, wovon viele träumen können, und zwar eine Villa in Brooklyn, mehrere Millionen Dollar auf dem Konto und ein eigenes NHL-Team, das einen Rekord nach dem anderen bricht. Doch das alles bedeutet Nate Kattenberg eigentlich nichts. Denn es gibt eine Sache, die er sich mehr wünscht als alles andere, und zwar Rebecca Rowley, die Managerin seines Teams. Und ja, ich freue mich sehr auf die Geschichte, weil ich. Man hat auf jeden Fall schon angeteasert bekommen in irgendeinem Band. Ich glaube, im dritten habe ich den dritten gelesen. Ich habe nämlich nur den zweiten gelesen. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall in irgendeinem Teil wurde auf jeden Fall die Geschichte von Nate und Rebecca schon so ein bisschen angeteasert. Also man hat gemerkt, dass da irgendwas zwischen den beiden ist. Deswegen freue ich mich sehr auf die Geschichte und ja, ich freue mich auch sehr für Rebecca, weil ich sie einfach unfassbar toll finde. Es ist Serena Bowen und das ist wieder eine Autorin, von der ich alle Bücher lese und eigentlich auch alle sehr gut finde. Manche mal ein bisschen besser, manche mal sind ein bisschen schwächer, aber The Brooklyn Years mag ich eigentlich ganz gerne. Es ist auch wieder eine Sports Romance, ja, wie gesagt, NHL. Ja, dann geht es auch endlich mal weiter mit Fantasy, und zwar mit Grundkampf, geschmiedetes Schicksal von Valentina Faß. Das erscheint am 28.06. im Carlsen Verlag. Ist sogar mal ein Einzelverband. In dem Buch geht es um das Königreich Alandra, das zwei magische Throne braucht, um gegen die Schatten hinter den Mauern sich zu schützen. Das war kein korrektes Deutsch, egal. Den Thron können aber nur diejenigen besteigen, die den Grundkampf als Sieger bestehen, die als Sieger im Kronkampf hervorgehen. Und ja, die Protagonistin ist eben Fianna und sie lebt in ihrer Kindheit im Palast und kennt eben die Regeln der Mächtigen. In ihren Adern fließt ein dunkles Geheimnis, dessen Aufdeckung ihr Tod bedeutet. Und der attraktive Königsbruder Caden kommt dem sehr gefährlich nahe. Und es bleibt Fianna nur eins übrig, sie muss am Kronkampf teilnehmen. Und ich nehme an, dass sie dann auch irgendwie gewinnt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe von Valentina Faß ja schon ein bisschen was gelesen und ich mag ihre Geschichten mal lieber, mal ein bisschen weniger. Aber sie sind an und für sich nicht schlecht. Ich bin gespannt auf Kronkampf und das einfach auch nur ein Einzelband ist, werde ich es bestimmt irgendwann mal lesen. Aber aktuell hat es jetzt auch keine so hohe Priorität. Drei Bücher haben wir noch. Auf das nächste Buch bin ich durch Zufall aufmerksam geworden. Es hat mich einfach so angesprochen. Es ist quasi so ein Umwelt-Fantasy-Roman. Es geht nämlich um Aschehonig von Beatrice Jacobi. Erscheint auch am 28.06. Und es geht darum, dass sich die Natur ihr Reich wieder zurückerobert hat. Die Wälder wurden lebendig und verschlangen ganze Städten. Und dann gibt es eine Bienenhüterin, und zwar Giselle, die
seit langem mal als einziger Mensch mal wieder einen Fuß in dieses Gebiet setzt. Und sie spürt, aber auch nur, weil sie eben eine Verbindung zu den Geschöpfen des Waldes spürt. Und gemeinsam mit Alexei, der ihr Herz in Aufruhr versetzt, und zwei weiteren Freunden wagt sie sich eben in dieses lebendige Dickicht, in die lebendige Natur eben hinein. Und je tiefer sie in den Wald vordringen, desto mehr Geheimnisse werden zwischen ihnen allen stehen. Also zwischen den Vieren stehen, nehme ich jetzt mal an. Das ist auch ein Buch, was ich ganz, 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 ganz bald lesen möchte, weil ich so gespannt bin auf die Geschichte. Es ist auch nur ein Einzelband, deswegen, ja, ich bin so gespannt. Ich habe von dem Buch bisher noch fast gar nichts gehört, deswegen, ich freue mich einfach. Also ich bin total gespannt auf die Geschichte einfach. Keine Ahnung, woran das liegt, aber irgendwie bin ich da ganz gespannt drauf. Das vorletzte Buch ist ein Buch, da habe ich den ersten Band auch noch nicht gelesen, habe da von der Reihe auch bisher noch nicht besonders viel gehört. Sein zweiter Band, der erscheint am 30.06. im Ravensburger Verlag. Und zwar Trust My Lips von Lila Payne. Ich kann zu dem Buch nicht besonders viel sagen. Ich weiß auch nicht, ob das Fortsetzen, also eine fortführende Geschichte ist oder ob man die Teile unabhängig voneinander lesen kann. Ich jedenfalls habe den ersten Teil noch nicht gelesen, deswegen habe ich auch den Klappentext vom zweiten Teil auch gerade nicht hier. Und meistens ist das der Fall, wenn es eine fortführende Reihe ist. Wenn ihr den ersten Teil der Reihe gelesen habt, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie er euch gefallen hat. Wie gesagt, ich habe von dem Buch bisher noch gar nichts gehört irgendwie. Bin gespannt. Ich weiß auch gerade nicht mal ganz genau, worum es geht. Ich glaube, es geht irgendwie um Brüder und so. Keine Ahnung. Wir machen einfach weiter mit dem letzten Buch, was ich auf meiner Liste stehen habe. Und zwar habe ich das auch durch Zufall entdeckt. A Reason to Stay von Jennifer Bankow erscheint auch am 30.06. im Ravensburger Verlag. In dem Buch geht es um Sybil, die aber eigentlich nur noch Billy genannt werden möchte und sie wünscht sich nichts mehr, als endlich ein Zuhause zu finden, nicht mehr in ihrem Auto schlafen zu müssen. Deswegen braucht sie eigentlich auch gar kein Chaos mehr in ihrem, oder nicht noch mehr Chaos in ihrem Leben. Und dann trifft sie aber Cedric und läuft ihm wortwörtlich in die Arme. Er berührt dann eben etwas in ihr mit seinem Lächeln und seiner aufrichtigen Ehrlichkeit, seinem trockenen Humor. Und es ist etwas, was sie seit langem mal wieder fühlt, was sie geglaubt hat, verloren zu haben. In der Uni gehen dann aber Gerüchte rum, dass, wie gesagt, jetzt nochmal, Cedric immer nur eine Frau für eine Nacht eben hat. Und tatsächlich stimmt das. Denn auch Billy widerfährt das und sie erfährt dann eben auch den Grund dafür und muss sich eben zu ihrem und aber auch zu seinem Schutz von ihm am besten fernhalten. Und ich nehme an, das wird sie nicht unbedingt tun, weil sie Cedric doch so interessant findet und Cedric dann irgendwann merkt, dass Billy ja doch ganz interessant ist und vielleicht doch die Frau des Lebens oder seines Lebens sein könnte. Ich bin gespannt. Es ist wieder so ein typischer Klappentext irgendwie von Liebesromanen. Ich finde, Liebesroman-Klappentexte hören sich ganz oft sehr, sehr ähnlich an, was ich super, super schade finde, weil manchmal viel mehr dahinter steckt, als das, was der Klappentext irgendwie preisgibt. Ja, das waren die Bücher, die ich mir für den Juni raufgeschrieben habe. Wie gesagt, wenn ihr noch Bücher habt, die im Juni erscheinen, die ich euch jetzt nicht genannt habe, schreibt die gerne in die Kommentare. Und ja, wollt ihr Einzelbücher lesen oder interessiert ihr euch gar nicht für die Bücher? Und ja, ich bin gespannt, was davon bei mir irgendwann mal einziehen wird. Ich glaube, Ascherhonig habe ich als Rezensionsexemplar. Zumindest habe ich es angefragt. Ich weiß gar nicht, ob ich es bestätigt bekommen habe. Und New Chances habe ich ja mir schon vorbestellt. Ich denke, das wird jetzt irgendwann in der nächsten Woche irgendwie einsprudeln. Ja, und dann war es das jetzt auch von dem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!